Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission und die heißt Geburtsrecht. Wir sollen mit dem Einbalsamierer über die Leichen sprechen. Ja, bald geht ein neues Projekt los. Und zwar heute Abend. Ich freue mich schon. Mal gucken, wenn ich aufmache aufzunehmen. Wie immer so. Gut, okay, gucken wir mal, was wir so haben. Da ist er doch, der gute. Mit dem Einbalsamierer. Eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Magi. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter Iras hat überlebt. Sie brachte einen nach dem anderen her. Tapfer. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße. Dort, wo ihre Familie starb. Gut, dann gehen wir nochmal hin. Das würde ich gerne einmal kennenlernen. So, dann gehen wir mal dahin. Moin, mal auf. So, wir haben. Komme ich da ohne Probleme weiteres durch? Ja. So, Reise zum Hof von Iras Familie. Das machen wir doch glatt. Also das Mädel heißt Iras. Ja, deswegen, es heißt ja nicht Iras Familie, sondern Iras Familie. Deswegen, das ab ist drauf. Na gut, gucken wir mal. Soldaten, Sie suchen bestimmt nach Iras. Ich tauche unter. Wir haben uns ja jetzt ein bisschen was freigeschaltet. Warte, was ist noch hier, ne? Hey! Du hättest nicht herkommen sollen! Ja! Alles. Da. Das ist nicht ganz einfach, weil du bist der Typ. Weiter. Zumindest hat mal das Pferd erwischt. Weiter. Da. Jetzt haben wir ihn. So. Mal kurz ein bisschen orientieren. Ja, mal kurz das abwarten. So. Was gefunden? Getroffen. Sind sich nur die zwei? Sind noch nicht nur die zwei. Drei sind's, okay. So, soll keinen Moment warten, weil der jetzt wieder rauskommt. Eine Spur?
Hier stimmt irgendwas nicht. Was? Uns überrollt nichts, Bruder. Das glaubst aber auch nur du. Irgendein Hinweis? Hinweis? So. Perfekt. So. Sie ist im Brunnen. Wenn die Soldaten sie gehört haben. Okay. Ach, das ist noch mehr. Findet das Mädchen! Sophronius wird uns für unsere Arbeit belohnen! Das wirst du auch nur du sagen. So. Sprich mit Iras auf dem Hof. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann, ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier, an der Straße nach Alexandria. Okay. So. Die Villa ist nördlich der Dattelplantage. Das ist gar nicht so weit weg. Sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. Da wirst du nicht sterben. So, in der Villa das meiste nach Informationen. Okay. Okay. Ist das nicht nur eine Nebenmission? Ja, das ist eigentlich nur eine Nebenmission. Hat er da den übertriebenen Palast? Also ich glaube, das ist aber nicht, das ist die ganze Stadt. Das ist nur die Stadt. So. Ja. Treffer. So, ich gehe mal mit unserem Adler ein bisschen näher ran. Das ist ein Tiger sogar? Gut, ein paar Gegner haben wir. Aber nichts, was jetzt. Warte mal, nichts, was wir jetzt nicht hinkriegen würden. Nichts, was wir jetzt hinkriegen würden. Wie viel haben wir denn insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 oder 8? Neuer Ort entdeckt. Außenposten an der Seevilla. Du da!
Oh. Ich hab dich gesehen. Ich schlitze dich auf. Den habe ich ja nicht gesehen. Fresse. Den habe ich ja nicht gesehen. So, der wird natürlich jetzt... Warte mal, wie gehen wir es an? Wie gehen wir die ganzen Kram an? Ich würde am liebsten ja den erstmal wegnehmen, der an der Seite rumschleicht. Aber der reicht, der rennt jetzt natürlich zu seinen Kumpels, ne? Da ist der King. Halt! Bleib stehen! Ich habe ja nichts gemacht. Bitte mal herkommen. Er hätte ruhig jetzt mal herkommen können, der Kollege. Warte mal. Puh, Ausrüstung. Wir werden jetzt mal die Klingen bis vor den Speer nehmen. Du wirst wahrscheinlich jetzt. Die Frage ist: Kann ich ohne entdeckt zu werden daran? Was? Das war's. Stirb. Ui, Scheiße. Das wollen wir mal. Ja, das war eigentlich. Wollte ich jetzt holen. Wow. Ja, das ist natürlich super. Weiter. Wie weit kommt ihr denn zu mir? Bewegung, los. Alter. So. Hey, halt! Hey! Ich bring dich um! Ah, das. Ja, nein, ich bin schon wieder weg. Ich treffe ihn. Aus dem Weg. Wir sind im Vorteil. What? Alter, haut auf von mir. Gib den Weg frei. Wir sind eine Mauer. Geil. Warte mal. Geh weg. Ist weg. Die hebe ich mir eigentlich gerne auch für den King auf. Alter!
Wo ist der denn hin? Da ist er. Wo sind wir gerade jetzt? Sag mal. Alter! Die verfolgen mich jetzt die ganze Zeit, oder was? Okay, der hilft ihm jetzt gerade, er greift mir jetzt ein bisschen unter die Augen. So, warte mal. Der ist tot. Oh, Alter. Der auch. So, jetzt haben wir noch den einen da oben. Jetzt muss ich mich. Ich muss jetzt mal den kurz wegkriegen. So. Und jetzt können wir uns ein bisschen regenerieren. Und da müssen wir nochmal ran an die Villa. Und wie gesagt, einmal habe ich gedacht, dass das eine. Es ist nur eine Nebenquest. Normal habe ich jetzt gedacht, also gehört eine kleine einfache Nebenquest. Aber schauen wir mal. Gute Nacht. Was treibt diese Irrenlos dazu? Politik? Alarm! Hier drin! Ich bring dich um! Gute Nacht. Ich will doch gar nicht fliehen, ich will dich nur töten. Hey, was? Wieder einer weniger. Aber der Hauptmann lebt noch, ne? Ja. Der Hauptmann lebt noch. Du wirst natürlich jetzt mich ärgern. Hätte es nicht herkommen sollen. Alter. So. Das. Hilfe! Reiß dir die Eingeweide raus. Der Adler hat die Kopf. Oder nicht? So, Geschichte. Verdammt, du bist kein schöner Anblick und riechen tust du auch nicht gut.
Was? So, viele sind es jetzt. So, wie viel haben wir denn überhaupt noch? Haben wir noch. Ach nee, den. Ah, der Hauptmann lebt noch da hinten, okay. Er lebt noch, alles klar. Pass auf, hier stimmt was nicht. Ich deck dich. Sei unbesorgt. So, umso weniger ich jetzt runternehme, rausnehme. So, und jetzt hast du, glaube ich, fast alle deine Kumpels weg, ne? Jetzt hast du fast alle deine Kumpels weg. So, töte den Hauptmann, haben wir. Und den Kohle haben wir dabei und, ein Speer. Eisen. Cool, Geld, Geld, Geld. Immer noch hier, plündern wir noch mal ganz kurz. Doppelschwerter. Nice, zwei. Nehmen wir mit. Das hier? Speer. Okay. Da kann man den nämlich zerlegen. Die auch. Sehr gut. Und dann suchen wir mal diese Information, die wir brauchten. Ein Brief auf feinem Papyrus. Sophorius. So, falls du. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. So, Sophonius wurde. Soll ich den jetzt auch mal finden, oder was? Alter, was ist das für eine Nebenaufgabe? Das ist voll die übelst heftige Nebenaufgabe. Ja, ja, den kriegen wir schnell. So, ist halt manchmal so. Ist halt manchmal so. Der ist bestimmt auch noch bewacht. Sophronius wohnt in der Nähe des Festhaus von Alexandria. Und Alexandria ist eine sehr, sehr große Stadt. Das heißt, sie könnte tatsächlich gut bewacht sein. Und ich glaube nicht, dass man da so... Also sie soll ja nicht die Stadt eliminieren. Also... ja. Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. Das machen wir ja später. Die Mission kommt erst danach. Oder wahrscheinlich danach. Erstmal das Geburtsrecht. Und danach noch Eier, dann müssen wir Eier machen. Eier, wir brauchen Eier. So. Gut. Warte mal, warte. Heizen wir nicht mehr. So, dann cool. Treffer. Die Frage ist, wie gut bist du bewacht? Kann ich einfach so reinspazieren und dich so holen? Ah.
Rein theoretisch schon, ne? Sieht zumindest so aus. Okay, ich sag nichts dazu mehr. Sind ein paar Leute, also vier Gegner bisher nur, das ist eigentlich noch machbar. Anwohner, Anwohner. Gut, das sind vier Gegner. Ist jetzt nicht wirklich wild. Frage, kann ich da einfach über die Mauer klettern? Kommt das immer gut? Bei dem Assassin's Creed Teil geht's ja, bei den anderen, bei Black Flag zum Beispiel, ging's nicht immer. Da muss ich mich anderweitig ein bisschen durchgucken. Warte mal. Ich laufe einfach hier oben lang. Ist ja, glaube ich, nicht verboten, oder? Also so viel zum Thema, die Stadt ist total toll gesichert. Das Laux sollte doch längst mir gehören. Warum dauert das so lange? Hey, Buck! Bleibt hinter mir, Kyrios! Das war's! Stirb! Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Weiter! So, ich... Ich glaube, ich hab den jetzt. Wir müssen aufholen. So, Frage, kann ich mich jetzt wieder eliminieren? Kann ich mich wieder regenerieren? Nee, ne? Leben. Frage, wie weit geht ihr vom Haus weg? Ach, der ist schon tot. Fest abgeschlossen, Geburtsrecht. Die sind tot. Okay, das ist gut. Ich habe den schon vorher getötet. Gut. Und ich verschwinde dann wieder, mal so halbwegs nebenbei. Tschüssi. So. Wenn wir jetzt schon mal in Alexandria sind, können wir direkt die nächste Aufgabe angehen. Wieso habe ich da eine Welt 9 erstmal noch? Also brauchen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Wisst ihr was? Ne, wir machen das kurz. Wir machen nur die vier Gegner. Dann habe ich die Mission weg. Allen guten Geistern verlassen. Hey, was? Ich. Alter. So, das war jetzt der Gedanke dahinter. Das war mehr oder weniger der Gedanke dahinter. Oh. Tschüssi. Gut, jetzt können wir Feierabend machen. Und in der nächsten Episode machen wir die Mission mit Aya. Bis dann. Tschüssi.